Eilmeldung. Ursula von der Leyen wurde endlich verurteilt. Die EU-Kommission hat Rechtsbruch begangen mit den Corona-Impfstoffverträgen. Einen Tag vor der Abstimmung über die zweite Kandidatur, ihre zweite Amtszeit, platzt endlich diese Bombe. Und ich habe die Pressemitteilung des Gerichts im Wortlaut. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Als allererstes muss man mal klatschen für Richter, die hier noch da sind, die verstehen, wozu sie überhaupt im Amt sind und auch ein Gesetzesbuch richtig herum lesen können. Es geht um die geheimen Impfstoffdeals, die die EU-Kommission in Person ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen mit eben amerikanischen Impfstoffherstellern und weiteren abgeschlossen hat. Das Gericht sieht vieles hier im Argen liegen und das ist besonders spannend, denn morgen soll die Abstimmung starten im Europäischen Parlament. Was heißt starten? Es gibt einen einzigen Versuch. Sie hat keine zweite Chance für einen zweiten Wahlgang. Ein Wahlgang, entweder du bist gewählt oder du bist raus. Es geht um alles oder nichts. Und mit dem Urteil von heute werden die Stimmen jetzt lauter, die einen Verzicht auf die Kandidatur fordern. Die Pressemitteilung des Gerichtes jetzt im Wortlaut. Folgendes Zitat: Die Kommission hat der Öffentlichkeit keinen hinreichenden, umfassenden Zugang zu den Verträgen über den Kauf von Impfstoffen gewährt. Dieser Verstoß betrifft insbesondere die Entschädigungsbestimmungen dieser Verträge und die Erklärung über das Nichtvorliegen von Interessenkonflikten, die Mitglieder des Verhandlungsteams für den Kauf der Impfstoffe abgegeben haben. In den Jahren 2020 und 2021 wurden zwischen der Kommission und Pharmaunternehmen Verträge über den Kauf von Impfstoffen beschlossen. Schnell wurden rund 2,7 Milliarden Euro freigegeben, um eine verbindliche Bestellung von über 1 Milliarde Impfstoffdosen abzugeben. Im Jahr 2021 beantragten Europaabgeordnete und Privatpersonen auf der Grundlage der Verordnung über den Zugang zu Dokumenten Zugang zu diesen Verträgen und bestimmten mit ihren zusammenhängenden Dokumenten vertrauten Personen. Da die Kommission nur teilweise Zugang zu diesen Dokumenten gewährte, die in bereinigten Fassungen online gestellt wurden, erhoben die betroffenen Europaabgeordneten und Privatpersonen Nichtigkeitsklage beim Gericht der Europäischen Union. In seinen Urteilen gibt das Gericht beiden Klagen teilweise statt und erklärt die Entscheidung der Kommission für nichtig, soweit sie Fehler aufweisen. Und es geht hier noch ewig, ewig weiter. Es geht am Ende um drei interessante Kritikpunkte. Es geht zum einen über das Geheimhalten dieser ganzen Kommunikation. Das ist für nichtig erklärt worden, das ist nicht zulässig. Ebenfalls wurden Namen von Verhandlungsteilnehmern geschwärzt gegenüber den Leuten, die diese Personen auf Interessenkonflikte prüfen sollten. Das Gericht hat eindeutig festgestellt, dass die Kläger nur dann hätten überprüfen können, dass bei den fraglichen Mitgliedern kein Interessenkonflikt bestand, wenn ihnen deren Namen und Vornamen sowie deren berufliche und institutionellen Rollen vorgelegen hätten. Ja, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, es ist heute wunderbar, ein wunderbarer Tag. Ich habe noch ein anderes Video später für euch, da lacht ihr euch zu Tode. Aber Ursula von der Leyen, es geht jetzt um alles oder nichts und ich wünsche mir, dass sie weg vom Fenster ist. Ich wünsche es mir zutiefst. Es geht vor allem auch um die Entschädigungsregelung. Die Haftungsfreistellung für die Hersteller ist nur dann erlaubt, wenn die Haftung von einem Dritten übernommen wird. Hier in Person vermutlich von der Kommission oder eben den Mitgliedstaaten. Das heißt, Betroffene, Geschädigte aus dieser Zeit, die sich haben impfen lassen, verklagen dann den Hersteller und wenn die Klage dann Erfolg hat, dann holt sich am Ende der Hersteller das Geld bei der deutschen Bundesregierung oder eben bei der EU-Kommission. Also am Ende von unserem Steuergeld werden jetzt diese Personen entschädigt, anstatt dass man die Hersteller zur Verantwortung zieht. Aber es ist ein wegweisendes Urteil, was hier heute gefallen ist. Es ist erst letzte Woche Freitag, ist der Antrag nochmal verhandelt worden von Baldwin und der ist nochmal abgelehnt worden. Ich hatte wirklich jede Hoffnung verloren. Absolut jede Hoffnung und die Chance, dass es so viele Abweichler gibt morgen, die war so gering. Jetzt haben wir heute diese explosive Eilmeldung. Der Rechtsbruch der EU-Kommission ist jetzt gerichtlich bestätigt worden. Frau von der Leyen hat EU-Recht gebrochen und missachtet. Nochmal, Applaus an den oder die Richter, Richterin, wie auch immer, soll sich jeder genannt fühlen, auch wenn ich nicht gendere. Ich bin immer noch, also. Das ist der Wahnsinn, Leute. Ich hätte damit nicht mehr gerechnet. Und jetzt gilt es darum, sie muss erledigt sein bis morgen. Sie muss fertig sein.
Sie darf nicht noch mal eine zweite Amtszeit bekommen. Ich bin, ganz ehrlich, lieber Mario Draghi anstatt Ursula von der Leyen. Mario Draghi nimmt am Ende nur das deutsche Geld und will Ruhe haben. Ursula von der Leyen, die nimmt dein Geld von uns, das deutsche, und möchte noch Krieg mit Russland. Ich habe da wirklich die Hoffnung, egal wer kommt statt Frau von der Leyen, es geht nicht schlechter. Es geht echt nicht schlechter, ja? Okay, vielleicht Joe Biden. Ja, okay, vielleicht ein Argument. Aber ansonsten, oder noch so ein paar SPD-Granaten, vielleicht jetzt Nancy Faeser zum Beispiel. Also, ich ziehe das vielleicht zurück, es geht doch schlechter. Aber bitte drückt mit die Daumen, dass genug europäische Abgeordnete das zum Anlass nehmen, morgen ihr das Vertrauen nicht zu geben. Und dann steht die Europäische Union vor der größten Krise in ihrer Geschichte. Ich glaube nicht, dass die Abgeordneten dazu den Mut haben. Wünschenswert ist es dennoch. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Du hast sicher nicht mehr daran geglaubt, dass das jetzt noch so rauskommt. Aber du denkst am Ende bestimmt, es bleibt konsequenzenlos. Das werden wir erst morgen wissen und in naher Zukunft. Wir können nur hoffen und beten, dass es Konsequenzen hat. Abonniere den Kanal X und Telegram oder deabonniere und lösche mich überall. Manche haben mich inzwischen sogar blockiert. Die sehen mich nicht mal, wenn sie mich in der Suche eingeben. Aber jedem, wie er möchte, jedem seine freie Meinung. Abonniert mich oder lasst es. Jetzt zum zweiten Mal. Ich sage ciao, bis bald.